So, hallo liebe Leute, es ist eine neue Aufnahmesession mit der Hero League und der der Teamliga. So, jetzt haben wir's. Ich spiele Abatur, glaube ich. Einfach weil ich Bock habe, mit Abatur zu spielen. Abatur ist momentan einer meiner, das sage ich sehr, sehr häufig bei Helden, aber ich habe ihn in letzter Zeit sehr, sehr häufig gespielt. Mögen die Spiele beginnen. Mediv. Erzittere vor mir. Logische Entscheidung. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Mein Team ist nicht darüber erfreut, weil sie nur wieder die Zahlen gesehen haben, aber ich bin inzwischen deutlich besser geworden mit Abatur. Aber wenn du einmal anfängst mit dem Helden, den zu spielen und lange brauchst, ihn auch zu verstehen, wird es hinten raus halt echt schwierig, die Winrate wieder auf ein gewisses Potenzial zu steigern. Das Warten hat ein Ende. Ja. Die dann weggenommen, weil sie denken, dass Grenzen. Ihr dann kommt. Meine Klingen gehören euch. Bereit für ein Abenteuer! Mega. Jetzt haben wir getauscht quasi. Zum letzten Atemzug. Okay. Das wird natürlich jetzt eine große Herausforderung, aber ich werde mal gleich darstellen, was ich hier spielen werde. Wir werden hier, da das eine Teamfight-lastige Map ist, werden wir hier Teamfight-mäßig auch spielen.
wir haben eine Lilly, darauf müssen wir uns verlassen können. Das ist alles sehr teamfightlastig, gerade um die Objectives müssen wir stark genug sein, um da die Kills zu sichern. Das könnte ein Problem werden. Wir schauen mal. Ich werde hier dementsprechend bilden und versuchen, die Choke Points und so weiter abzudecken. Zumindest ist in meinem Bereich. Überall kann ich sie nicht abdecken. Aber immer da, wo ich bin, sie dann auch offensiv stehen kann. Aber für den Moment müssen wir tatsächlich Muradin und Sonja unterstützen an der Frontline, dass die was gebacken bekommen. Ob wir hier, eigentlich müssen wir hier Copy gehen, den Tychus copyen und dann den Diablo einfach aus dem Spiel nehmen, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Oder wir kopieren einfach Muradin oder Lilly, das ist alles durchaus eine valide Möglichkeit. Sonja steht allerdings auch zur Debatte. Oder wir nutzen die Möglichkeit hier mit dem Mutant zu spielen, um ein bisschen mehr Erfahrung reinzuholen. Das wird stehen und fallen damit, wie es bis Level 10 aussieht. Wenn wir ein bisschen hinten sind, dann wird es wahrscheinlich nicht die Copy sein, sondern der Mutant. Müssen wir mal schauen, ob sich das anbietet. Könnte auch ein großer Fehler sein. Aber für den Moment schauen wir uns das mal an, wie es laufen wird. So. Wir werden ein bisschen anders spielen müssen, als ich eigentlich vorrangig spielen wollen würde. Normalerweise Panzer und so, aber wir müssen hier Teamfight-lastig spielen. Das heißt, Überdruckdrüsen. Immer wenn ein Teamfight ist, dann ist es mein Job, da zu sein und sofort auf jemanden drauf zu springen. So, schauen wir mal. Teamfight-orientiert. Ich kann das ausgleichen, indem wir den Mutant mitnehmen. Bis jetzt bin ich eher für den Mutant, muss ich sagen. Weil wir irgendwie die Sache auch ausgleichen müssen. Die werden von der Seite kommen. Hier gleich die. Mal gucken, ob sie da was machen. Schön die Map im Auge behalten. Da ist Sonja. Können wir uns vielleicht mal ein bisschen nach oben stellen, mit genug Vision. Runter. Die Vision abdecken. Ach, da habe ich nicht aufgepasst. Zu spät da gewesen, weil ich mich nach hoch teleportiert habe. Wir haben unsere Triglav-Protektoren für das Kampfgeschehen im Nexus angepasst. Machen Sie sich bereit für einen Feldtest. Triglav Terminal online.
Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, um den Mech zu steuern. Der Feldtest hat begonnen. Greifen Sie den gegnerischen Protektor an und finden Sie heraus, wie viel Schaden seine Panzerung einstecken kann. Talent wählen. Oh, Glück gehabt, dass er da weggekommen ist. Wenn wir Mule spielen. Hallo Stacheln, was müssen wir spielen? Sie haben den Protektor an seine Grenzen geführt. Gut gemacht. Rega ist jetzt hier. Wieder welche hier hin. Aber wir müssen mit dem Mutant, glaube ich, spielen. Um das auszugleichen. Nach oben. Oder wenn wir mit Copy spielen, das jetzt sieht ganz gut aus. Mit Ultimative Evolution spielen. Ich mache ein Zugriffsterminal bereit. Terminal aktiviert. Übernehmen Sie die Kontrolle.
Jawohl, sehr gut. Nice, das war knapp. Scheiße. Hat sie leider nicht geschafft, schade. Gegnerischer Protektor online. Leiten Sie die Verteidigung ein. Illy, der macht jetzt Split Push, was gar nicht mal so gut ist. Ja, jetzt kommt er runter. Die kommen leider weg und die Sonja ist wieder tot. Scheiße. Ich hätte Mutant spielen sollen. Ich hätte hier nicht Dingsbums gehen dürfen. War, glaube ich, ein großer Fehler. Eieieiei. Oh Mann, ey. Das gibt's nicht. Sie sind einfach zu greedy. Sie dürfen da nicht reingehen. Wir wissen auch ganz genau, dass die Sonja da oben gerade zu Gange ist. Wieder runter, mal aufpassen. Ja, 5-8, eigentlich sieht es nicht so schlecht aus, aber irgendwie sieht es auch nicht gut aus. Ich hätte von Anfang an, ich bin mir nicht ganz sicher, die Copy war, glaube ich, hier nicht richtig. Aber, oder ich muss ein anderes Target copyen. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht einfach mal die Lily probieren.
Land wählen. Es ist an der Zeit, Herrschaften. Kontrollieren Sie das Terminal und übernehmen Sie den Protektor. Ziel bestätigt. Ich denke, wir sollten uns dieses Söldnerlager schnappen. Das ist zumindest wieder auf einer Linie. Vorbereitungen abgeschlossen. Steuern Sie mit dem Protektor dem Sieg entgegen. Ohne Piloten rührt sich der Protektor nicht vom Fliegen. Nein, immerhin, Sie haben es jetzt nicht bekommen. Protektor terminiert. Ich muss schon sagen, unsere Ingenieure haben große Fortschritte gemacht. So, wir werden jetzt den Schwarmgedanken mitnehmen. Coming.
Eieiei, das war nicht sehr intelligent. Bin ich natürlich mit dem Dingsbums reingelatscht. Nicht so geil gewesen. Sicherlich das kennen machen. Wie sieht es denn aus? 14, 16 ist eigentlich eine knappe Angelegenheit. Ja, schaffe ich nicht ganz, schade. Ihnen ein weiteres Terminal vor. Darf nicht zögern. Ups. Terminal online. Sichern Sie es, um den Protektor zu aktivieren. Ja, der Illidan reckt sie, aber so richtig hart. Der geht auf die Lilly und dann ist halt vorbei. Eieiei, da kann ich halt echt nichts machen dagegen. War ein Versuch wert, hier mal Teamfight orientiert zu spielen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Aber Kings hat einfach nicht gebacken, da extremst viel Value rauszuholen. Überhaupt nicht. Der Illidan spielt das super, super gut. Da kann ich leider nichts machen. Das Ding dürfte wohl vorbei sein. Sie erleben die Macht des Protektors gleich aus der Nähe. Machen Sie sich bereit. Festung verloren. Festung verloren. Zitadelle wird angegriffen. Sehr schlecht. Ich hätte nicht erwartet, dass der Protektor derart zerlegt wird. Gegner greift Zitadelle an. Verteidigen. Und mal zurück, so richtig hart pushen können wir nicht mehr.
Ah, gehen wir da hin. Oder wir gehen hier oben hin. Wir müssen da irgendwie versuchen rein zu pushen. Oh mein Gott. Alles gut. Kann ich nicht mehr viel machen. Nein, schade. Na, jetzt ist es vorbei. Sehr schlecht. Ich glaube, ich hätte hier eher den hier mitnehmen sollen, statt die Stacheleffizienz. Aber ich habe jetzt mal so gespielt. Schade. Das lief nicht so gut. Überhaupt nicht so gut. Die Sonja hat extrem viel Schaden gemacht, aber es hat halt am Ende nicht gereicht. Der Illidan hat uns so hart gereckt durch den Medi. Unlucky, würde ich sagen. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Spiel, so wie es gelaufen ist. Ordentlich Split-Push gemacht, aber ich glaube, an einer Stelle hätte ich doch, glaube ich, eher den Heal mitnehmen sollen für Full-Teamfight. Gerade für die Sonja wäre das besser gewesen. Das ist vielleicht die Sache, die man mir vorwerfen muss. Sich einfach an der einen Stelle nicht genug hätte ich den Heal mitgenommen, wäre es, glaube ich, für die Sonja mega gut gewesen, wenn mal so viele Targets auch da waren. Wäre mir hier für die Sonja gewesen und sie hätte auch deutlich mehr Schaden machen können, weil sie dann auch am Leben geblieben wäre. Ich habe es mal versucht. Es wäre wahrscheinlich auch die bessere Idee gewesen, hier nicht klonen zu gehen. Und wenn Copy, dann eher auf die Lilly, um sie zu unterstützen. Das wäre, glaube ich, intelligenter gewesen gegen den Illidan. Naja, fürs nächste Mal wissen wir das. Die zwei Sachen kann ich mir in die Ohren schreiben. Ansonsten war das eigentlich ganz okay. Hätte aber durchaus besser laufen können. Gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.